Knabe mit Pfannkuchenmaske. Was für ein geiler Titel und was für ein weirdes Werk. Ich will eine Bank überfallen. Ich habe die perfekte Tarnung. Worum geht's hier? Dieses Bild in der Hamburger Kunsthalle stammt aus dem 17. Jahrhundert und es zeigt möglicherweise einen alten Wettstreit. Was ist überlegen? Malerei oder Bildhauerei? Der Künstler Gottfried Schalken zeigt hier etwas, das nur die Malerei kann. Ein Pfannkuchen. Richtig dünn und richtig lecker. Will der Junge uns mit der Maske erschrecken oder sich verstecken? Gottfried Schalken war Niederländer und dort aß man Pfannkuchen am Dreikönigstag und Karnevalsdienstag. Also vielleicht hat sich der Junge hier einfach nur sein eigenes Kostüm geknabbert. Das ist wirklich mega lecker.